ich bin der André. Der André. So, André, wir sind auf deinem Hof. Ist das richtig? Das ist richtig. Und du züchtest so ganz leckere Rinder hier. Ja, man sieht sie hier. Leider ist das noch nicht so alt für Steak, aber das wird. Wie lange brauchen die denn, bis ich die auf den Grill schmeißen kann? Oh, ich sag mal, die Kleinen hier, die brauchen wohl noch 2, 2,5 Jahre. Oh, doch so lange? Sollen ja auch groß und kräftig werden. Und was ist die Besonderheit hier an diesen Enkes-Rindern? Ja, die sind sehr ruhig, wie man sieht. Haben eine super Fleischqualität. Und was uns glücklich macht, sie haben keine Hörner. Wieso haben die denn keine Hörner? Habt ihr die abgezwirbelt oder was? Nee, die sind genetisch schonlos und das gefällt uns ein bisschen besser hier in der Truppe, wenn man auch selber durchläuft. Ja, dann pieksen die so im Popo, ne? Richtig. Und grillst du die auch selber oder verkaufst du die nur? Wir verkaufen die, aber grillen tun wir sie selber auch. Dann gibt's das für unseren Griller. Wir haben nicht ganz viele Griller, die uns mittlerweile folgen. Dann kann man denn dein Fleisch auch irgendwo kaufen dann, dass ich das empfehlen kann? Na sicher, unser Fleisch wird bei dem Andreas Witte verkauft, den können wir nur weiterempfehlen. Also bei dem Herrn Witte, da kommen wir demnächst auch mal vorbei. Herr Witte, stellen Sie sich drauf ein, dann müssen wir nicht mal gucken, wo das hier alle landet, ne? So, was muss man denn bei der Haltung hier beachten? Ich sehe, da sind so mal ganz Kleine dabei. Genau, wir haben sie hier in unserem offenen Außenstall, weil es leider im Moment draußen nicht zulässt. Sonst hätten sie auch gerne noch das ganze Jahr draußen. Und die sind einfach das ganze Jahr über luftig an der... Ja, an der Natur, an der Sonne. Darum haben die auch so ein Pelz, damit nicht so kalt ist. Genau, wir müssen eine Jacke anziehen und die schaffen das so. Das ist ja wunderbar. Und wo ist der Papa von den ganzen hier? Der Papa? Den haben wir aufgegessen, oder was? Den haben wir ausgeliehen. Den brauchen wir ja nicht das ganze Jahr. Ach so, der darf doch mal woanders die Kühe. Der darf doch noch mal die anderen Kühe glücklich machen. Meine Güte. Ja, wir müssen das hier kinderfrei halten hier. Ja. Ja, und was muss man noch beachten hier? Die haben hier ganz viel schönes Stroh, damit sie es kuschelig haben. Genau, ganz schön viele Stroh. Und wie man auch bei dir sieht, die haben auch schon das schöne Heu, wie du festgestellt hast. Ja, das ist herrlich. Verdammt lecker. Ja, und das ist halt die Hauptsache. Sie müssen immer schönes Heu, Stroh haben und natürlich immer Wasser. Also wird hier Tierwohl bei euch auch groß geschrieben? Na klar, nur in Großbuchstaben. Die kriegen auch Kuscheleinheiten, jeden Abend Gute-Nacht-Geschichte und so? Ja, sicher. Da ist hauptsächlich meine Freundin für zuständig. Da sieht man auch da vorne diese schönen pinken Spielbälle. Ja, das ist Beschäftigung. Kriegen wir auch? Das ist Beschäftigung. Wir haben sie heute Morgen voll gemacht. Wir mussten sie eben schon wieder voll machen. Sonst hättest du jetzt leere gesehen. Da essen die alle raus. Die essen das alle raus. Die sind ja ganz schön verfressen. Ja, sehr verfressen. Ja, ich habe heute nur eine Hand von Körner gekriegt. Da muss ich mir gleich mal bei Jana beschweren. Also ja. Ich werde nicht so gut versorgt. Also da würde ich mich aber beschweren für deine Arbeit. Da wird auch morgens ein ganzer Eimer voll drin. Ja, das sagt der mal, du. Ich werde es weitergeben. Ja, wunderbar. Und ist irgendwas Wichtiges, was du jetzt hier noch mitteilen möchtest, wenn einer sagt, ich möchte auch mal gerne so einen Rind haben, was braucht der denn? Wohnzimmer reicht oder geht das im Garten? Am besten eine ganz, ganz große Wiese und am besten noch einen schönen Unterstand und dann sind die schon glücklich. Und wie lange machst du das jetzt? Du bist ja noch nicht so groß, ne? Du bist ja auch gerade aus dem Winde gehüpft. Genau, richtig, genau wie die Kleinen, aber die sind irgendwie ein bisschen schneller stubenrein als ich gewesen. Aber wir machen das jetzt seit gut einem Jahr. So lange schon und du willst es auch später weitermachen. Übernimmst du dann mal hier den Hof? Genau, wir wollen auch am liebsten noch mehr Rinder, also unterstütze ihn Andreas bitte, dass wir dem noch mehr verkaufen können. So, ja bitte, das hier ist eine offizielle Anfrage, ob wir bei ihm vorbeikommen können. Das hoffe ich doch. Ja, da kannst du dir mal antelefonieren und mal sagen, die Henriette kommt vorbeigeflattert. Ich mach das und dann fahren wir da alle mal hin und dann das machen wir. Gucken wir uns mal das Fleisch oder das Steak bei dem Andreas an. Und jetzt werde ich nochmal die Freundin interviewen, das macht aber der Huber, der kann besser mit den Frauen. Ja, perfekt. Okay, vielen Dank. Gerne. Jetzt sind wir hier bei die pinke Ball mit der hübschen junge Dame. Mit wem spreche ich denn da? Ich bin der Huber. Ja, ich bin die Linda. Hallo Linda. Freundin von dem André. Du bringst hier ein bisschen Farbe in den Stall. Ich bring hier ein bisschen Farbe in den Stall. Das wäre sonst langweilig. Und weil das so mehr ist, dann gibt es ja also ein Rosa, oder genau, was? Genau, habe ich mir so gedacht. Dieses Braun oder Blau, das hat ja jeder. Aber Pink, das ist doch mal... Ja, das ist wunderschön. Kann man das so wählen, ja? Kannst du sagen, sollen wir bestellen in Pink für die Mädels hier? Genau, habe ich mir direkt gedacht. Und die finden es ganz gut. Sehr ja, das glaube ich. Und alles nur Mädels? Alles nur Mädchen. Mein Gott, André, da hast du hier aber viel nichts zu sagen, wa? Ich hab gar nichts mehr zu melden. Aber wir hatten gerade schon gesprochen, bei euch ist was Besonderes. Die Babys dürfen ein bisschen länger hier bei den Mutis bleiben, ne? Genau, die kleinen Kälbchen dürfen 9 bis 10 Monate bei ihren Mamas bleiben und säugen. Bevor wir die absetzen. Was heißt denn absetzen? Da werden die von der Steuer abgesetzt oder was? Na, leider nicht ganz. Die Kälbchen kommen dann in einen anderen Stall oder auf eine andere Wiese. Aber dann so ein Kälbchen-Kindergarten. Genau, die haben wir dann immer so 2, 3 zusammen. Und das ist ja ganz nett. Das ist ganz nett. Das schaffe ich auch immer ganz schnell. Und dann weinen die so nach deiner Mami so lange. Nee, genau. Und die Mamis, was machen die dann? Die müssen dann zum Schlachter oder was? Nein, die Mami sind froh, die haben quasi Mutterschaftsurlaub. Und ja, die sind auch anstrengend, die Kleinen, ne? Und bereiten sich dann quasi schon wieder auf das nächste Kalb vor. Was macht die denn da, die Polan?
ins frische Stroh gehen, aber die haben die keine Toilette, sag mal. Nee, die sind leider noch nicht stubenrein. Oh, das jetzt mal sagen, das habe ich gar nicht meine Gummistiefel angezogen. Meine Güte, meine Güte. Ja. Aber die sind auch noch ganz kleine Muttis, oder wie? Nee, die Muttis werden nicht größer, die bleiben so. Ach, das sind so kleine Kühe? Das sind so kleine. Aber kann ich da dann gleich mal drauf reingehen? Da traue ich mich ja wohl. Ach, bestimmt, wenn eine vorbeikommt. Ja, dann gucken wir gleich mal, ob eine vorbeikommt. Dann gibt es wilde Reitwilder von Hubert. Leute, ich sage, so spannend ist das hier. Ja, wir gucken mal noch ein bisschen. Vielleicht kann ich da mal so einen Grill anschmeißen. Und hier so ein kleines Ding, das kriege ich wohl geschlachtet. Das schaffe ich wohl. Könntet ihr die schnell geben, die Kleinen? Kann ich schon Stick aufmachen? Auf keinen Fall. Absolut nicht. Müssen erst große wachsen. Genau. Naja gut, aber die kann ich ja dann bei dem Andreas Wittel dann kriegen. Genau, da auf alle Fälle. Heute Sonntag, drin und doof. Aber dann werden wir die mal vorbeifahren. Dann machen wir noch ein Terminchen. Das ist eine gute Idee. Ja, vielen Dank, Mensch. Ihr seid ein tolles Team, muss ich immer sagen. Ne? Danke dir, Hubert. Also gibt Daumen hoch hier von die Hubert. Ne? Ist abgenommen, der Hof, meine Damen und Herren. Ja, Daumen hoch.